Wenn sich größere Raubtiere der afrikanischen oder asiatischen Savanne eine leckere Mahlzeit zum Knabbern aussuchen, gehen sie nicht immer gleich auf die Jagd. Manchmal spielen diese Großkatzen zuerst mit ihrem Essen. Sie verhöhnen ihre verängstigte Mahlzeit stundenlang, bevor sie sie endlich von ihrem Elend erlösen. Aber warum also das Unvermeidliche hinauszögern? Durchkämpfen unsere Großkatzen einen inneren Drang zwischen Raubtierinstinkt und mütterlicher Empathie? Oder sind sie einfach nur die Raufbolde der Natur? Das werden wir heute herausfinden. Ich meine, wir alle kennen doch den Begriff Katz-und-Maus-Spiel. Der Name rührt daher, dass die Katze eine Maus nicht auf der Stelle tötet und frisst. Katzen lieben es, ihre halbbewusstlose Trophäe durch das Haus zu führen und sie gelegentlich loszulassen, bevor sie sie wieder in die Flucht schlagen. Es sieht ja fast so aus, als ob Katzen es genießen würden, Mäusen einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben und ihn dann in ihrem kranken Vergnügen zu zerstören. Wir alle wissen, dass Katzen Idioten sind. Das ist doch ganz klar. Aber sind sie nur zum Spaß so grausam oder steckt vielleicht mehr dahinter? Nun, wenn es um deine mörderische Hauskatze geht, spielt sie nicht nur zur Unterhaltung mit der armen, wehrlosen Maus. Sie versucht vielmehr, ihre Beute zu ermüden und zu verwirren, dass sie beim Töten auch keinen Schaden mehr anrichten kann. Andere behaupten, dass sie nur die Gesundheit ihrer Beute testen wollen. Natürlich könnte sie mit einem einzigen schnellen Biss zuschlagen und dem armen Stuart Little mit einem Schlag das Knick brechen. Aber das ist ja auch anstrengend. Und Katzen sind nicht auf dieses Leben aus. Also, gute Nachrichten, der kleine Fluffy ist kein Sadist. Du musst also auch nicht deine Schlösser auswechseln. Aber was ist mit Fluffys Cousins, die viel größer sind? Muss man vor denen Angst haben? Wenn diese großen Katzen mit ihrem Essen spielen, versuchen sie dann nur, ihr Abendessen müde zu machen oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist es nicht immer einfach, in Südamerika eine Mahlzeit geliefert zu bekommen. Die Löwen können auch nicht einfach Lieferando anrufen, wenn sie ein Steak Medium Rare haben wollen. Naja, sowas Ähnliches passiert aber schon gelegentlich. Als das arme Kälbchen von seiner Mutter getrennt wurde und ahnungslos durch das Feld wanderte, konnte der hungrige Löwe kaum sein Glück fassen. Trotz der Verfolgungsjagd mit halbherziger Geschwindigkeit ist es ziemlich offensichtlich, dass der Löwe sein Abendessen jederzeit fangen könnte. Er scheint aber den Nervenkitzel der Jagd zu genießen, bis er sein Opfer endlich gestoppt und in die Enge getrieben hat. Das ängstliche arme Kälbchen versucht sein Bestes, um den Angreifer mit ein paar gut platzierten Kopfstößen abzuwehren, aber der Löwe bleibt unbeeindruckt. Was dann aber passiert, verwirrt die Zuschauer und Verhaltensforscher gleichermaßen. Der Löwe fängt an, das Kalb sanft zu streicheln, fast so liebevoll, wie es eine Mutter mit ihren Jungen tun würde. Er scheint sogar weniger daran interessiert zu sein, das Kalb zu fressen, sondern eher daran, einen neuen Kumpanen zu finden. Zumindest für den Anfang. Aber so unberechenbar, wie das Leben in der afrikanischen Ebene sein kann, kommt ein anderer Löwe vorbei und will seinen Nachmittagssnack mit dir teilen. Nichts lässt dich schneller dein Essen auffressen, wenn es jemand dir wegnehmen will. Okay, vielleicht hat diese Raubkatze auch nur mit ihrem Futter gespielt. Aber was ist dann mit den anderen Wildkatzen? Wenn ein Leopard ein Baby in sein Maul nimmt und von der Herde wegträgt, könnte man meinen, dass für die arme afrikanische Antilope das Licht ausgeht. Der Leopard bewacht seinen neuen Freund, schlägt ab und zu mit seinen scharfen Krallen nach ihm und verfolgt ihn, sobald er sich aus dem Staub machen will. Das raue und grausame Spiel fordert aber seinen Tribut. Das Bein des armen Impalas ist verletzt und weist Schnittwunden auf, aber es sieht aus, als würde das Stockholm-Syndrom einsetzen. Sogar die besorgten Eltern des Impalas versuchten einzugreifen, aber tief im Inneren wussten sie, dass sie ihrem verlorenen Erstgeborenen nicht mehr helfen können. Mach's gut, mein Sohn, viel Glück! Schließlich war die Spielzeit vorbei und der Leopard wollte ein schönes, abgelegenes Plätzchen finden, um das arme, kraftlose Leiden des Impalas zu beenden, bevor er es auf einem Baum zum Fressen brachte. Okay, Löwen und Leoparden spielen gerne mit ihrem Abendessen. Und was ist mit Geparden? Ja genau, es hat sich herausgestellt, dass das schnellste Landsäugetier der Welt auch Babytiere quält, bevor es sie zu einer festlichen Mahlzeit macht. Da es so früh gefangen wurde, liegt es vielleicht an der zusätzlichen Zeit, die noch bis zum Abendessen übrig ist. Apropos Fast Food. Glaubst du, dass Großkatzen grausam und berechnend sind oder dass es ihnen einfach egal ist? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Naja, und was ist mit den Zeiten, in denen Tierbabys nicht auf der Speisekarte landen? Gnus zum Beispiel bringen ihre Kälber in einem sehr kleinen Zeitfenster zur Welt, was bedeutet, dass die Ebene ein paar Wochen lang mit wehrlosen Babys übersät ist. Während dieses Zeitfensters stürzen sich die südafrikanischen Großkatzen in einen Fressrausch, um leichte Beute zu machen, die hinter der Herde zurückbleibt. Als sich eine Löwin auf eine frisch gebackene Gnu-Mutter und ihr wenig Minuten altes Kalb stürzte, musste sich die Mutter schnell zwischen ihrem Leben und dem Leben ihres Kalbs entscheiden.
Nach kurzem Zögern tat sie genau das, was jede verantwortungsbewusste Mutter tun würde, und rannte weg wie der Teufel. An dieser Stelle wurde es aber interessant. Anstatt sich ängstlich zu verhalten, wie es normalerweise bei Beutetieren der Fall ist, fing das Kalb an, sich auf seine vermeintliche Mutter zu stürzen. Aber anstatt das Baby direkt zu töten, hat die verwirrte und zögerliche Löwin etwas sehr Seltsames getan. Sie begann, das junge Kalb zu nähren. Das Gnu-Kalb hatte sich auf die junge Löwin geprägt und den Tötungsinstinkt unbewusst auf den Mutterinstinkt umgestellt. Obwohl so etwas sehr selten vorkommt, glauben Wissenschaftler, dass das passieren kann und auch passiert. Aber es hängt von einigen Faktoren ab, wie bei diesen unglaublichen Aufnahmen eines Leoparden, der gerade einen bewusstlosen Pavian auf seinen Baum geschleppt hat, um ihn später zu töten. Es stellte sich jedoch heraus, dass dieser Leopard ein Spielzeug dabei hatte. Ein Baby-Pavian, der die ganze Zeit im Beutel seiner Mutter war. Ich habe noch ein paar Reste für mein morgiges Mittagessen, aber nicht dieser Leopard. Obwohl er gerade einen Affen brutal ermordet hatte, übernahm Neugier und Verspieltheit die Oberhand, als der Leopard das eintägige Baby entdeckte, was sich noch am Baum festklammerte. Gerade als du dachtest, das Pavian-Baby wäre ein gefundenes Fressen, schien der Leopard den verwaisten Primaten direkt zu adoptieren. Warum gehen Großkatzen manchmal direkt auf die Jagd und ein anderes Mal scheinen sie ihre Beute zu verspotten und zu quälen, bevor sie sie schließlich doch fressen? Und dann gibt es noch den extrem seltenen Fall, dass ein verwaistes Tier vom Mörder der Eltern pseudo-adoptiert wird. Bei der letzten Option würde das Familienessen zu einer ziemlich unangenehmen Angelegenheit werden, oder nicht? Was gibt's zu essen, Mama? Dein Onkel, ess jetzt! Nun, es hat sich herausgestellt, dass die Wissenschaftler dieses Phänomen schon seit einiger Zeit untersuchen. Und dabei haben sie einige ziemlich erstaunliche Dinge herausgefunden. Zunächst einmal hängt es wirklich vom Alter des Raubtiers ab. Eine ältere, erfahrenere Raubkatze verschwendet keine Zeit damit. Ihre Beute wird schnell und effizient getötet. Dadurch hat sie natürlich mehr Zeit für ein Nickerchen. Doch je jünger ein Raubtier ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es mit seinem Futter spielt, bevor es es verschlingt. Das ist Neugier, gemischt mit ein wenig Unerfahrenheit bei der Jagd, besonders wenn das Tier unsicher auf seinen Beinen oder verletzt ist. Die meisten Jäger lieben die Herausforderung und dieses Spiel, wegzulaufen oder zu versuchen zu entkommen, kann eine Ermutigung sein. Aber auch ältere Katzen können ihren Killerinstinkt ablegen, wenn die Bedingungen stimmen. Meistens ist das der Fall, wenn ihre Beute nicht mehr reagiert. Denn eigentlich ist das normale Verhalten eines Säugetiers, das gefressen werden soll, wie von der Tarantel gestochen wegzurennen und um sein Leben zu schreien. Während ein wilder Tiger dich jagt, kann die Sekunde, in der du aufhörst zu rennen, dich deinem Angreifer frontal zuwendest und anfängst, ihn liebevoll zu lecken, den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Denn genau dieses Verhalten kann für ein Raubtier ziemlich verwirrend sein. Junge, haben die Angst vor mir? Wissen die nicht, wer ich bin? Vielleicht ist ja die Angst, was die kleinen Tiere so lecker macht. Wer weiß das schon. Aber es gibt noch eine dunklere Theorie, die die Großkatzen dieser Welt noch ein bisschen gemeiner macht. Einige Forscher glauben, dass Großkatzen manchmal, wenn sie ihre Beute nicht sofort töten, in Wirklichkeit etwas viel Größeres vorhaben. Ein Leopard fängt ein Pavian-Baby und anstatt es zu töten, bringt er es für die ultimative Falle zurück zu seinem Baum und hofft, dass es verzweifelt schreit. Das Pavian-Baby hofft nämlich, seine verzweifelten Eltern zu alarmieren, damit sie zur Rettungsaktion zurückkommen. Und das ist genau das, worauf der Leopard wartet. Ja, das ist richtig. Ein Leopard benutzt das Pavian-Baby als Köder und hofft stattdessen auf ein paar größere Affen. Das ist ja so kalt und berechenbar. Mann, oh Mann. Wenn du also heute etwas gelernt hast, dann erinnere dich bitte daran, dass der beste Weg ist, einen Großkatzenangriff in Afrika zu überleben, darin besteht, nicht mehr wegzulaufen und ihn zu lieben und zu schnorren. Schau diesem angreifenden Löwen einfach ins Gesicht und ruf laut, Mami! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!